Ja, herzlich willkommen zum heutigen Zoom-Call, wie jeden Montag um 20 Uhr. Heute habe ich euch ja versprochen, über ein spannendes Thema zu sprechen, nämlich so ein Ritual, ein Erfolgsritual für sich durchzuführen. Ich bin nicht der Erfinder davon, ich bin nur jemand, der sich damit auch sehr beschäftigt hat, schon in den letzten Jahren, aber ganz intensiv, seitdem ich das auch mit der Linda Proctor auf Englisch um 21 Uhr mache, dieses Quantum Leap Strategy Seminar. Das Ganze kommt aus diesem Buch, The Quantum Leap Strategy von der Price Pritchard. Und ich kann sagen, es hat bei mir enorm viel verändert. Ich habe das gar nicht so bewusst, wie ich es damals das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, war es mir gar nicht so bewusst wie jetzt, wo ich es begonnen habe, immer stärker durchzuarbeiten und immer stärker zu leben. Obwohl ich sagen muss, das war nicht in den ersten Tagen so. Da haben wir auch gedacht, okay, habe ich es noch mal gelesen, ist halt so drinnen gestanden. Ich habe mich auch mit dem Peter mal unterhalten und er hat auch gesagt, naja, das ist so wie andere Bücher. Und ich habe das dann aber jeden Tag mehr in meine Alltagsroutine eingebracht und habe gesehen, was mit mir passiert ist. Ganz andere Ideen, ganz andere Gedanken, ganz andere Motivation, ganz andere Ergebnisse. Es ist aber mal so viel passiert. Und es steht ja auch drinnen, dass du dich irgendwann mit diesen Unseen Forces, also mit diesen unsichtbaren Kräften verbindest. Das geht nicht am Anfang. Irgendwann passiert es, das, dass du denkst, so, und jetzt bin ich connected. Das spürst du auf einmal. Das ist so, wie wir vorher gesagt haben, wenn du den ersten Tag Executive wirst. Boah, das ist aber mal ein Gefühl, wo du denkst, jetzt ist irgendwas passiert. Und da freut man sich riesig drauf und dann ist es passiert und dann erlebt man es, ja. Oder es ist, das ist, man kann es in Worten nicht beschreiben, man muss es erlebt haben. Und da gibt es halt ein bestimmtes Ritual dafür, das einfach den Leuten hilft, sozusagen stärker seine Ziele zu erreichen. Der erste Punkt ist einmal, dass wir einfach relaxen sollten, ja? Wir sollten einfach einmal relaxed sein, um dieses 12-Minuten-Ritual sozusagen durchzuführen. Am besten in der Früh. Da hat man nicht die ganzen Tagesgedanken, die man mit ins Bett nimmt oder so. Am besten ist, man steht in der Früh wirklich einmal so 30 Minuten früher auf und freut sich sehr auf diese nächste Viertelstunde, auf die nächsten 15 Minuten einfach, ja. Und einfach mal ganz zur Ruhe zu kommen und sagen, so, diese halbe Stunde ist jetzt die halbe Stunde, die mich genau dorthin bringt, wo ich hin will. Das Um und Auf ist nämlich, dass man sich mit seinen Zielen so verbindet, als wären sie schon passiert. Also wirklich in diesen Ist-Zustand reingehen, alles ist da. Das heißt, in diesen 15 Minuten wird nicht gedacht, was muss ich heute alles erledigen? Ich muss noch kochen heute, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch, weiß nicht, Auto tanken und ich muss noch das und das und das und das machen. Das hat da keinen Platz. Es hat auch keinen Platz, dass man denkt, na ja, aber mein Kontostand ist ja um 10.000 im Minus. Oder ich habe noch einen Kredit von, weiß nicht, 200.000 Euro. Wie soll das gehen, dass ich so leben kann, wie ich möchte? Das streicht es einmal alles. Das kann sich so, so schnell verändern. Und ich habe das in den letzten 22 Jahren im Network Marketing so oft erlebt, dass sich bei Menschen Situationen in so kurzer Zeit verändert haben. Kurze Zeit meine ich so zwischen 1 bis 3 Jahren, aber wirklich komplett verändert. Von 200.000 minus auf 500.000 plus, so auf die Art, ja. Alles erlebt habe in diesen Bereichen, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass das auch mit einer Routine zu tun hat. So wie man sich nach einer Arbeit, wo man geschwitzt hat oder nach dem Sport einmal duschen geht und sich dann wohlfühlt. Oder wenn man irgendwo was umgegraben hat, wo man sich duscht, fühlt man sich wohl. Beginnen tut es auf jeden Fall. Erster Punkt, ganz stark ins Relaxen reingehen und so richtig drauf freuen auf die nächsten 15 Minuten. Und nicht sagen, so, das muss ich jetzt geschwind noch machen, bevor ich mal einen Kaffee mache und dann in die Arbeit laufe. Dann ist besser, du stellst deinen Wecker noch einmal 15 Minuten früher. Gib dir diese Zeit, ist für dich und deine Zukunft. Und kann alles in deinem Leben verändern, auch wenn es dir jetzt noch nicht so bewusst ist. Und dann beginne mal so ein Bild, kannst du die Augen dabei dann zumachen und ein Bild davon zu malen, was du gern alles für Ziele hättest. Beginne einfach einmal so über alles nachzudenken, was du gerne erleben würdest.
Ob das deine Traumurlaube sind, ob das dein Traumhaus ist, dein Traumauto ist oder sonstiges. Einfach mal aufschreiben. Und nimm da wirklich so ein Buch her oder beginne ein Buch. Ich habe für heuer wieder so ein Buch begonnen für mich. Und da kannst du auch sehen, wenn ich das so aufmache, da stehen die Sachen drinnen. Ja? Und dann fange ich an zu schreiben. Und dann schreibe ich alle Sachen einmal auf, die ich gerne hätte. Und wenn ihr Bilder davon habt, von den Dingen, die euch wichtig sind, nehmt das in die Hand. Greift das Bild an. Lasst die Energie vom Bild auch in den Händen einfach wahr werden. Wenn ihr Collage habt von irgendetwas, nehmt sie Collage her. Wenn ihr irgendwie schon Pläne habt von einem neuen Haus oder irgendwas, nehmt das in die Hand. Es ist alles Energie. Es ist alles Energie und hilft euch extrem bei der Zielerreichung. Und dann ist so wichtig, dass das wirklich, dass du dich reinversetzt in die Situation, dass du zum Beispiel sagst, jetzt ist Ende 2024 und ich habe das und das und das Ziel für mich erreicht. Und du machst jetzt dir dann die Augen auf und denkst da, super, jetzt habe ich das Haus, ich habe den Parkplatz vorm Haus, der gehört mir oder die Garage, da steht das und das Auto. Ich verstehe mich jetzt mit meiner Partnerin, mit meinem Partner so viel besser, weil ich einfach in ganz andere Dimensionen mich entwickelt habe, weil wir keine Geldschulden mehr haben, keine weniger Diskussion. Wir können unseren Kindern mehr bieten jetzt. Wir machen die und die Urlaube und das haben wir schon geplant. Und das ist alles schon reserviert. Und wir freuen uns, dass wir das schon erlebt haben. Also du kannst dich schon vorbewegen. Du kannst sagen, es ist 2024, 2024 und es war ein super Urlaub auf den Seychellen im Sommer und der Skiurlaub im Februar war ein Traum und dass wir da alles renoviert haben jetzt, es war zwar doch ein bisschen Baustelle, 2 Monate, aber war gut, dass wir die 200.000 ins Wohnzimmer investiert haben und jetzt schaut es so toll aus, so wie ich es mir vorgestellt habe. In meinem Traum damals im Jänner. Voll reindenken. Das Wichtige ist nämlich, diese Unseen Forces, also diese unglaubliche Energie, die da vorhanden ist, die uns unterstützt, dass überhaupt alles in einem Quantensprung möglich ist, die kommt nur dann, wenn du wirklich zu hundertprozentig fühlst, dass das real ist oder sein kann. Wenn 1% Zweifel ist, bist du schon immer connected. Das ist wie ein Receiver. Bist schon immer verbunden. Ist schon abgedreht. Strom ist weg. Und dann kommen die Zweifel. Überall dort, wo du nicht in voller Qualität bist, in das Großdenken, werden die Zweifel größer. Und wenn die Zweifel größer werden, fressen es deine Träume auf. Nach der Reihe. Ich glaube, es gibt da keinen Skispringer, der zweifelt, ob sie das ausgeht bei der Schanze, dass er da runterkommt. Dann sollte er da nicht die Stufen raufkraxeln und sie nicht auf eine Schanze stellen, die einmal so runtergeht. Und da sollte auch keiner die Streife runterfahren bei der Abfahrt. Da kann eh nur immer genug passieren. Aber in erster Linie musst du mal hundertprozentig glauben, dass du da gesund unten ankommst bei deiner super Zeit. Und das Gleiche auch bei uns im Network Marketing. Die Ziele sind einmal das Wichtigste. Die Ziele, die wir haben, auch die Ziele unserer Partner. Ihr solltet auch die Ziele eurer Partner kennen. Und wenn die so ein Ritual haben und wirklich große Ziele, dann ist es viel einfacher, mit denen zu arbeiten, weil sie in einer ganz, ganz anderen Energie drinnen stecken. Es ist viel schöner, mit jemandem zu arbeiten, der vorausgehen will, als jemand, den es immer ein Stückchen weiter schieben muss, dass er Meter für Meter macht. Es ist ja viel lustiger, einen Marathon nebeneinander zu laufen, als du musst immer wieder komm, jetzt geh noch einen Meter weiter oder sonst irgendetwas. Ne? Und darum, was leben wir vor? Sind wir in einem Ritual? Sind wir in ganzen Gefühlen drinnen? So, jetzt hast du einiges aufgeschrieben. Dann sprich dieses Ziel nicht nur einmal, öfters laut aus, aber so, als hättest du es schon erreicht. Ich schreibe das auch in die Bücher immer wieder rein. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich das und das erreicht habe. Und andere sagen, ja, das hast du ja noch gar nicht. Sag ich, nein, ich bin kein Lügner, ich bin ein Prophet. Ich weiß jetzt schon, was Ende des Jahres passiert mit mir. Für mich kann jeder für sich entscheiden. Und das lasse ich mir von niemand ausreden. Und manche Sachen treten sogar früher ein, manche Sachen später. Aber Hauptsache, du erreichst das, was du in diesem Leben, in diesen circa 100 Jahren, die uns zur Verfügung gestellt werden, die du leben möchtest und erleben möchtest. Und darum, umso stärker deine Energie, umso stärker ist dein Schutzschirm gegenüber die
Traumdeuter, die es so und so rund um uns gibt. Die hat jeder. Ich sage immer, jeder hat so seine Mitzitante, die alles ausreden will. Die hat jeder. Und ich glaube ganz einfach, dass das ein super Schutzschild ist, wo jemand etwas sagt, aber es kommt doch gar nicht durch. Du hörst das eigentlich gar nicht, wenn er was Negatives sagt. Du hörst dann nur mehr die positiven Sachen. Und deshalb sprichst du öfter laut aus, seine super Affirmation, wo du wirklich dich hörst, wie du alles erreicht hast und dich siehst. Und dann dieser mentale Prozess, der danach kommt, wenn du es ein paar Mal ausgesprochen hast, lass es einmal so 10 Minuten einfach durch deinen Kopf gehen. Und wenn du es so durch deinen Kopf gehen lässt, die Situation, in der du dann lebst, schau, dass du jeden Tag ein paar Details zusätzlich bemerkst. Oh, in der Küche, da haben wir jetzt einen Weinkühlschrank. Hast du das schon gesehen, Martina? Und das haben wir auch noch. Du ist da aufgefallen, diese tolle Beleuchtung, die wir jetzt im Wohnzimmer da haben und der offene Kamin und diese Sache. Das ist mir das letzte Mal gestern in der Früh gar nicht aufgefallen, wie ich durch den Traum durchgegangen bin. Du wirst sehen, es ergänzt sich und das Bild wird immer konkreter. Immer konkreter. Und alles, was du dir so klar vorstellen kannst, was in dir schon da ist, passiert. Dreams come true. Das ist so. Die Träume werden wahr, wenn du 100% daran glaubst. Bei 99% nicht. Aber bei 99 Grad kocht auch Wasser nicht. Das eine Grad macht einen riesen Unterschied. Bei 100 Grad kocht Wasser, bei 99 Grad blubbert nichts. Ein Grad macht den Unterschied, ob die Bohnen weich werden oder nicht. Ein Grad. Aber auch 1% ist eine ganze Menge. Wenn ihr zu 99% glaubt, dann gebe ich euch einen Tipp. Geht heute am Abend noch zu eurer Partnerin, zu eurem Partner hin und sagt: Ich liebe dich über alles und ich bin dir treu zu 99%. Ihr seht, was das 1% für einen Unterschied macht. Nicht nur bei euch, auch bei eurem Partner möglicherweise, ja. Das ist kein gutes Gefühl. Also 1% macht einen riesen Unterschied. Darum geht es jeden Tag in das Ritual, bis ihr von den 100% überzeugt seid. Und was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann, wenn ihr es wirklich so in allen 5 Sinnen spürt, dass ihr dann Dinge aufschreibt in euer Buch, was kann ich heute tun, die mich meinem Ziel näher bringen. Und dann seid wirklich kreativ, schreibt alles Mögliche auf. Was mir teilweise Sachen einfallen derzeit, das ist arg, wo das herkommt. Und das kommt gar nicht daher. Das kommt von dem Bereich, der drüber ist. Das ist diese unsichtbare Energie, die dann mitwirkt bei Ideen, wo du denkst, na, pff, an das habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Jetzt bin ich seit 22 Jahren im Network Marketing. Das hätte mir auch schon früher einfallen können. Na, dann hätte ich vielleicht früher dieses Ritual machen sollen. Darf niemand anderen die Schuld geben, bin ich selbst schuld, dass ich mich nicht hundertprozentig noch mehr darauf eingelassen habe. Und ihr werdet sehen, ihr werdet Ideen aufschreiben, die gigantisch sind. Ihr werdet eine Freude haben. Und da ist meistens dann das, wenn jemand das Buch liest und sagt, naja, ich weiß nicht so recht. Oder es erbarmelt, macht er das Ritual und dann sagt, boah, ich habe ein paar spannende Sachen aufgeschrieben. Und dann voll reingeht in das Ganze an diesem Tag. Das heißt nicht für 24 Stunden. Möglicherweise gibt es nur alles, was auf deiner Liste steht, für die eine Stunde, die du zur Verfügung hast, zwischen 19 und 20 Uhr. Aber in der Stunde werden sich Dinge tun, die unglaublich sind. Schreibt alles auf, was ihr umsetzen wollt an diesem Tag. Und ihr werdet sehen, es wird mehr als eine Stunde am Tag möglich sein, weil ihr einfach, so wie in der verliebten Phase, mehr von dem haben wollt als nur eine Stunde am Tag. Es wird sich mehr Zeit finden, als ihr glaubt. Ihr werdet auf Sachen verzichten, die ihr aus der Bequemlichkeit vielleicht nicht so gern verzichtet habt für euch. Ja, da ist irgendeine Serie, die muss ich mir anschauen. Und muss ich mir anschauen, was nicht, den Bergdoktor und davor ist nur irgendwas, eine Quiz-Sendung, die ist auch immer so spannend, aber die wird euer Leben nicht wirklich verändern. Und dann, wenn das Warum größer ist, als der Aufwand, auf das zu verzichten, dann seid so richtig in Stimmung und dann werden Sachen passieren. Und dann merkt also euer Umfeld auch, dass sich bei euch an der Entscheidung was verändert hat. Und dann werden manche Leute da auch zu euch sagen, gekommen, jetzt mache ich mit dir mit, weil du hast dich so verändert. Das merkt man richtig, wie du Lust drauf hast auf ein besseres Leben und da möchte ich nicht hinten nachstehen. Das möchte ich auch haben. Ich möchte auch mehr Lebensqualität haben.
Schreibt alles auf, das ihr umsetzen wollt. Heute, morgen. Aber nicht rausschieben auf die nächste Woche, auf keinen Fall. Und wenn euch manche Sachen dann nicht gelingen, das steht auch ganz klar drinnen. Seek failures. Das heißt, mach Fehler, lern daraus, werde besser und mach das Gleiche wieder, aber mit mehr Erfahrung. Das Gleiche machen wir. Wir kontaktieren Menschen und sagen, ihr habt 10 Leute angesprochen, hat keiner Lust. Na okay. Was hast du gut gemacht, was nicht gut? Unterhalte mit einem anderen drüber, der vielleicht eine bessere Quote hat als 10 zu 0. Und dann machst du noch einmal. Mit mehr Erfahrung. Und auf einmal wird es funktionieren. Mein erster Google-Hupfer hat auch nicht funktioniert. Und die ersten Buchtel mit Vanillesoße, falls es alle Deutschen kennen, Buchteln, das sind so Germdinger mit Marmelade drinnen oder so. Das waren mehr Steine als sonst was. Also, aber was habe ich daraus gelernt? Anders machen, nochmal machen und irgendwann war es gut. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch in unserem Business. Mach Fehler, lerne daraus, geh voran. Und das steht auch in dem Buch so klar drinnen, dass es so wichtig ist, ja? Einfach Fehler zu machen, vorauszugehen, es gehört dazu. Aber take action, das ist so wichtig. Geh dann wirklich in die Aktion und mach die Dinge immer wieder, bis du besser und besser und besser und besser wirst. Und wenn du so aufgeschrieben hast, was du alles machen kannst, das ist nämlich das, was die meisten nicht machen. Sie träumen und sie checken, kleben sie irgendwo im Zimmer ein Scheck hin von 1 Million, das bin ich wert, weil sie es irgendwo in einem Buch gelesen haben und dann tun sie nichts. Ne? Und das Universum, naja, du hast das gewünscht, 90 Jahre, aber du bist ja nie aufgestanden und hast dann geholt den Scheck. Du hast ja nie das getan, was dafür notwendig ist. Du hast nie begonnen, den Preis dafür zu zahlen, dass du diesen Luxus auch erleben darfst. Und die meisten Menschen glauben, jetzt habe ich jetzt eh 3, 4, 5 Leute angesprochen oder 5 eingeschrieben, die haben alle wieder aufgehört. Naja, dann halt die nächsten, bis du Leute hast, die auch etwas wirklich verändern wollen in ihrem Leben. Dranbleiben, bis du die 11 Leute in der Fußballmannschaft hast, dass du das Turnier mitspielen kannst. Wir brauchen eh keine 11, wir brauchen eh nur 10. Was macht der Trainer, wenn in der Fußballmannschaft bei Bayern München 3 Grand sind? Sagt er dann, ich gehe heute nicht außer Haus, weil ich habe nur mehr 8 Spieler? Oder schaut er, dass er so viele Ersatzspieler hat, dass er trotzdem am Samstag in der Bundesliga mit 11 Leuten aufs Feld laufen kann? Na, klar. Und welche Energie haben manche Trainer in der Kabine, wenn sie den Spielern sagen, gleich geht's los? Man merkt es jetzt beim Handball bei der EM oder man merkt es beim Fußball oder bei anderen Sportarten auch, wo Leute zusammenspielen als Mannschaft, was da oft Energie aufgebaut wird, ist enorm. Und die, die die meiste Energie aufbauen, spielen oft schlechter, aber trotzdem gewinnen sie. Und darum, dieses Quantum-Lieb-Ritual ist einfach, in welche Energie gehe ich rein und mache es nicht von Zufällen abhängig, sondern wirklich von dem, was meine Vorstellungskraft ist und dann auch von dem, was im Ritual ganz wichtig ist, in der Umsetzung. Was mache ich heute, dass mir diese Sachen überhaupt zustehen? Dass es auch gerechtfertigt ist gegenüber meinem Einsatz. Und wenn du das alles durchgemacht hast, diese 15 Minuten in der Früh, kannst du es gerne am Abend noch einmal machen. Mach es aber nicht 5-mal am Tag, weil sonst bist du wieder nur mit dem Ritual beschäftigt, sondern du musst ja in die Umsetzung gehen von dem, was du dir aufschreibst. Nur mach das Ritual am nächsten Tag wieder. Und wenn du das alles hast, aufgeschrieben und auch die ganzen Tätigkeiten, dann steht da ganz einfach in dem Buch auch drinnen, dass du drunter das Datum schreibst. Also bei mir steht halt heute das heutige Datum dann unten drauf. Und was ich noch zusätzlich mache, das steht nicht im Buch. Ich unterschreibe mit meiner Unterschrift daneben. Ich gehe den Vertrag mit mir selbst ein. Das verstärkt es für mich nochmal enorm. Ich mache mit mir selbst den Vertrag, dass ich es wert bin, so zu leben. Dass ich es wert bin, so und so viel spenden zu können. Und wenn ich mir dann denke, jedes Mal, boah, was schon bis Ende 24 passiert ist, dass ich dort den Tausender spenden kann, dort dann aber monatlich, nicht einmalig, sondern ganz andere Dimensionen passieren, wo ich überall mithelfen kann, dass Leuten noch besser geht, dass ich auch Leuten helfen kann mit dem, was ich Wachstum erlebt habe, dass die vielleicht schneller ihr Wachstum erleben, vielleicht in der halben Zeit von mir.
Man muss ja mal selbst bereit sein, diesen Schritt zu machen. Das heißt, ich schreibe das Datum drunter, aber ich unterschreibe es auch jetzt. Ich habe auch die Sachen, die ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, wo ich noch nicht unterschrieben habe, habe ich im Nachhinein auch noch mal unterschrieben. Hundertprozentig Commitment dazu. Und dann steht halt in dem Quantum Leap Buch auch drinnen. Das steht halt auf Englisch. Ich schreibe es auch auf Englisch dann dazu. Hier, I know exactly where I'm going. Also ich weiß genau, wo ich hingehe. And I'm open to the unexpected. Und ich bin auch offen für alles Unvorsehene, was Unvorsehbares, ja. Weil alles, was du weißt, was du kannst und tun kannst, das ist ja eh klar. Aber da gibt es Dinge, das ist noch gar nicht vorausschaubar für dich, was da passieren kann. Und für das bin ich total offen. Drum, I know exactly where I'm going and I'm open to the unexpected. Und dann schreibe ich drunter noch, I'm so happy and grateful to have reached my goals. Aber im Buch steht drinnen, es genügt, I'm making a quantum leap. I know exactly where I'm going. I'm open to the unexpected. Eigene Worte fassen einfach. Bin für alles offen, was da kommt. Ich habe mich hundertprozentig dafür entschieden und bin so glücklich, dass das passiert ist. Da kann jeder noch, danke an Gott, danke ans Universum, an was jeder glaubt, aber da gibt es eine Energie, die enorm ist. Die mitwirkt in dem Moment, wo du dich so entschieden hast, dass du es auch deinen Freunden erzählen darfst, traust und auch dazu stehst. Dass du dir selber zutraust, dass du es einmal darfst, ja, dass du es auch wirklich machst und hundertprozentig dazu stehst. Und wenn jemand sagt, naja, du bist ja Spinner, ja, das war der Edison auch. Und wir haben alle einmal geglaubt, nicht wir, aber unsere Vorfahren haben geglaubt, ja, das ist flach, man kann mit einem Flugzeug nicht fliegen. Komisch, dass jetzt die Leute sogar drinnen duschen können. Also es hat sich schon was verändert. An Glaubenssätzen, was alles möglich ist. Aber meistens haben die die Welt verändert, die auch hundertprozentig dran geglaubt haben. Steve Jobs hat einen Satz gesagt. Diejenigen, die verrückt genug sind, zu glauben, sie könnten die Welt verändern, Beistrich, tun es gewöhnlich auch. Diejenigen, die glauben, die verrückt genug sind, zu glauben, sie könnten die Welt verändern, tun es gewöhnlich auch. Jeder kann für sich entscheiden, ob das spannend genug ist für dieses Leben, da dabei zu sein, etwas zu verändern, zumindest für sich, für seine Familie, für sein Umfeld. Wer hat Träume und Visionen? Kurze Frage, Hand in die Höhe. Wer würde gern in dieser Welt Teil davon sein, dass etwas verändert wird? Ganz klar. Sowohl wie Menschen denken, wie Menschen handeln, wie Menschen mit der Umwelt umgehen, wie Menschen mit Menschen umgehen. Da ist jeder Einzelne von uns gefragt. Und das beginnt mit einem anderen Mindset. Wenn du immer Schulden hast, wenn du einfach Krise hast, wenn du zu Hause streitest, wenn so viele Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, dann ist es auch schwierig, Positives vorzuleben. Darum bring dich einmal selbst in eine gute Energie. Dann wird es dir besser gehen, dann wird es deinen Kindern besser gehen. Es gibt ja so einen Satz, make Mama happy. Wenn du schaust, dass deine Frau glücklich ist, geht es den Kindern auch gut. Und dir wahrscheinlich auch. Also es gibt viele gute Sprüche, aber die kommen meistens alle aus solchen Büchern, wo es um viel Energie geht. Hier geht es halt darum, Energie mit Tatkraft, mit Umsetzung. Ja. Ich kann hier mal auf Stopp drücken für diejenigen, die